3, 2, 1, Action! Soko Wismar dreht wieder in der Hansestadt. Seit dem 1. April finden die Dreharbeiten der beliebten ZDF-Krimiserie für 10 Tage in Wismar statt. Am 7. April hat das Team auf dem Marktplatz für die Episode Der Marktschreier gedreht. Strömender Regen, ein Kameramann zu wenig, für die eingespielte Mannschaft aber kein Problem. Unter Leitung von Regisseur Sascha Thiel und Set-Aufnahmeleiterin Grit Aufzug lief der Dreh reibungslos. Okay, wir können. Gut, Licht ist klar. Das heißt, klar. Achtung und bitte! Und für 20 Euro, da kriegst du bei mir nicht nur. Gegen 9 Uhr morgens starteten die Aufnahmen. Ein Fisch- und ein Fleischverkäufer schreien sich lautstark über den Markt hin an. Es sind Konkurrenten. Der hält sich an den feinsten Fisch aus der Ostsee. Frisch, lecker und zu fairen Preisen, und das gibt's nur bei mir! Faire Preise? Was los, du Klappstuhl? Plötzlich stirbt der Fleischverkäufer. Cut, nächste Szene. Die Komparsen rennen zum toten Fleischverkäufer. Hauptkommissar Jan Reuter, gespielt von Udo Kroschwald, eilt ebenfalls zur Leiche. Cut, nächste Szene. Auftritt am Tatort der beiden Kommissare Caroline Joost, gespielt von Nike Fuhrmann, und Lars Pöhlmann, gespielt von Dominik Böhr. Nike Fuhrmann spielt seit 2018 bei Soko Wismar mit. Caro Joost ist, glaube ich, eine sehr wache, intelligente, manchmal sehr strenge Frau mit Prinzipien, die sehr mutig sein kann. Und obwohl sie so innere, also ich sehe die ja als jemand, der durchaus so schwer mit inneren Kritikern und so zu tun hat, aber da geht die durch und also hat so ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Heute Morgen noch frisch in der Ostsee und so schmeckt sie auch, stimmt's heute? Nike Fuhrmann schätzt an der Serie das authentische Kleinstadt-Flair und die umliegende Landschaft natürlich auch. Ihr Serienkollege Dominik Böhr spielt seit 2015 den lässigen Kommissar Lars Pöhlmann. An dem Projekt Soko Wismar gefällt ihm das Nahbare und die Ehrlichkeit. Was mich an der Soko Wismar besonders fasziniert, ist, dass wir irgendwie was auf die Beine stellen ohne viel Show. Ich glaube, wir kriegen das hin, die Leute als echt, als ein bisschen verschroben, als sehr bunt und auch als sehr ehrlich zu erzählen, ohne dass wir viel Klimbim und große Namen und eine große Show brauchen. Wir nehmen halt hier das, was wir haben, das sind so diese ehrlichen Typen hier aus dem Norden, so wie wir sie auch spielen wollen. Pro Tag dreht die Soko Wismar 8 Stunden lang. Das entspricht später in der Serie 8 Minuten. Ein Drittel der Location befindet sich im Studio Berlin und 2 Drittel der Serie spielt tatsächlich in Wismars Altstadt, am Hafen oder am Strand. Dadurch vermittelt die Serie Authentizität und eine familiäre Atmosphäre. Soko Wismar ist laut Statistik die Soko-Serie mit den meisten Einschaltquoten. Bis zum 11. April kann man die Dreharbeiten in der Stadt noch beobachten. Im Spätherbst dann kommt die Episode Der Marktschreier ins Fernsehen.